Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fightology, natürlich zu UFC 294. Was für ein Event, was für ein Samstag, und ich denke, es war für alle super angenehm, das Event tagsüber oder auch am frühen Abend zu schauen und nicht bis 4 oder 5 Uhr morgens wach bleiben zu müssen, um die Events anzusehen. Dementsprechend bin ich mir sicher, die meisten von euch haben wahrscheinlich die Prelims und die Maincard geschaut, aber in diesem Video werden wir hauptsächlich auf 3 Kämpfe eingehen. Wie ihr euch denken könnt, muss natürlich über den Kampf zwischen Johnny Walker und Ankalaev gesprochen werden. Es war ein lang erwarteter Kampf, es gibt derzeit keinen Champion im Halbschwergewicht und dementsprechend war der Kampf von Johnny Walker und Ankalaev ja längst überfällig. Jeder wollte den Kampf sehen, denn es wurde gesagt, der Gewinner wird gegen den neuen Leichtschwergewichts-Champion antreten, der am 11.11. zwischen Prochaska und Pereira gekürt wird. Was ist passiert? Johnny Walker und Ankalaev, ja, haben eigentlich den Kampf gut gestartet. Ankalaev war auf jeden Fall dominant, hat Johnny Walker Probleme bereitet und ihm harte Schläge zugesetzt. Aber auch im Grappling hat Johnny Walker auf jeden Fall Probleme gehabt gegen Ankalaev. Johnny Walker hat einen guten Job gemacht, hat vorgetäuscht, dass er zum Beispiel einen Leberschlag bekommen hat und hat dann mit einem Flying Knee gekontert. Johnny Walker hat versucht, gute Low Kicks zu verteilen. Aber generell kann man sagen, dass in den ersten 3 Minuten des Kampfs Johnny Walker nicht so aussah, wie man es erwartet hätte. Ankalaev war natürlich auch der Favorit in diesem Kampf. Johnny Walker war Underdog und Ankalaev hat einen guten Job gemacht. Bis Johnny Walker am Boden war und Ankalaev dann ein illegales Knie zum Kopf geschlagen hat. Warum? Für diejenigen, die die Regel noch nicht 100% kennen. Es ist die 3-Punkt-Regel. Johnny Walkers Fuß war auf dem Boden, sein Knie war auf dem Boden und seine Hand, glaube ich, oder sein anderes Knie. Auf jeden Fall, es waren 3 Punkte auf dem Boden und dementsprechend darf man keinen Schlag zum Kopf setzen mit den Beinen. Kein Kick, kein Knie. Ja, das Knie war auf jeden Fall hart zum Kinn. Man hat es auch in der Slow Motion gesehen. Und der Referee ist direkt reingesprungen. Johnny Walker hätte 5 Minuten Zeit gehabt, um sich vom illegalen Kniestoß zu erholen. Der Ringdoktor wurde hinzugerufen. Und es gibt eine cringe Szene, der Ringdoktor spricht zu Johnny Walker. Johnny Walker murmelt irgendwas vor sich hin. Keiner weiß, was da gesagt wurde. Und der Kampf wird beendet und als No Contest gewertet. Und es gab noch, ein kleines Tohu Wabohu, wie man so schön sagt im Octagon. Johnny Walker wollte kämpfen, ist dann auf Ankalaev los. Ankalaev ist dann auf ihn los. Und es waren ungefähr 20 Securities im Ring. Letztendlich wurde aber der Kampf als No Contest gewertet und es wurde jetzt im Nachhinein veröffentlicht, dass Johnny Walker gesagt hatte, dass er in der Wüste ist, als der Ringdoktor gefragt hat, wo er denn gerade ist. Das ist eine typische Frage, die die Ringärzte machen. Ja, wo bist du gerade? Wie heißt du? Welche Augenfarbe habe ich? Lauter solche Fragen werden oft gestellt, um zu sehen, ob der Fighter da ist. Und Johnny Walker hat geantwortet, ich bin in der Wüste. Die Antwort war anscheinend falsch und dementsprechend wurde der Kampf abgesagt. Als No Contest gewertet, was für die Fans natürlich ein Skandal ist, aber auch für die beiden Kämpfer. Auf jeden Fall nach so einer langen Vorbereitung und einem möglichen Title Shot in Folge, skandalös ist. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Johnny Walker hat schon einige Sachen gepostet, aber ehrlich gesagt, er hat mir nicht den Anschein gemacht, als wolle er unbedingt kämpfen. Ich weiß nicht, ob er verwirrt war, ob der Kniestoß so hart war, dass er wirklich nicht da war. Aber er hätte sich die 5 Minuten Zeit nehmen können. Und letztendlich ist es so, wie es ist. Was ist beim Co-Main-Event passiert, Usman gegen Chimaev? Es war eine knappe Entscheidung. Usman hat den Kampf zu spät gestartet. Er hat doch selbst im Interview danach gesagt, er ist 5 Runden gewohnt. Er hat doch selbst im Interview danach gesagt, er ist 5 Runden gewohnt und er ist einfach zu spät in den Kampf rein. Die erste Runde hat er klar verloren. Es war eine 10-8-Runde.
die ihm dementsprechend dann im Nachhinein die Probleme bereitet haben, weil er die erste Runde so klar verloren hat. Man muss aber auch sagen, dass er in der zweiten und dritten Runde eine sehr gute Leistung gezeigt hat und Chimaev hinten raus auf jeden Fall die Luft gefehlt hat. Einen Fünf-Runden-Kampf hätte er nicht überlebt und da hätte er auf jeden Fall ganz, ganz große Probleme gehabt gegen Kamaru Usman und vor allem auch, dass Chimaev so Favorit war und alle gesagt haben, er wird Usman überrollen. Ich lag falsch mit meiner Prognose. Usman hat es nicht geschafft, den Kampf zu gewinnen. Aber er hat einen guten Job gemacht, Leute. Es war eine knappe Entscheidung und er hat definitiv nicht irgendwie eine schlechte Leistung gezeigt oder Chimaev hat ihn komplett dominiert. Nein, es war ein recht ausgewogener Kampf mit einem Sieg für Chimaev. Die Frage ist jetzt aber, ob Strickland wirklich der neue Gegner für Chimaev sein wird. Denn hat er mit diesem Kampf, mit dieser, ja, nicht ganz so überzeugenden Leistung wirklich einen Title-Shot verdient. Und außerdem, Gerüchten zufolge, hat Chimaev seine Hand gebrochen in der ersten Runde. Dementsprechend wäre noch eine Recovery-Zeit nötig. Und ja, wer weiß, wann Strickland wieder kämpfen möchte und ob Dana White jetzt wirklich Chimaev den Title-Shot gibt. Man weiß es nicht. Es gibt noch einen Duplessis, der in den Rankings rumhängt. Ja, wir können gespannt sein, wie es hier weitergeht. Das Main Event, leider ging es so schnell vorbei und mein Herz hat auf jeden Fall geblutet, weil ich bin ein absoluter Fan von Volkanovski. Ich finde, Volkanovski ist ein Mega-Athlet, ein Superkämpfer. Man hat gesehen, er hat den Kampf 11 Tage vorher angenommen, hat Gewicht gemacht, ist einfach super professionell, macht kein Trash-Talk, alles immer mit Niveau und ja, mir hat das Herz geblutet, dass er ja so schnell in der ersten Runde nach 3 Minuten mit einem High-Kick zum Kopf ausgenockt wurde. Islam hat es mega schlau gemacht, hat es mega gut gemacht. Er ist ja ebenfalls natürlich einer der besten Kämpfer in der UFC, definitiv, und man muss ihm Credits geben. Er hat das mega gut gemacht. Es ist natürlich keine Entschuldigung, dass Volkanovski den Kampf Short Notice angenommen hat. Eventuell wäre der Kampf genauso ausgegangen, wenn er eine längere Vorbereitung gehabt hätte. Weiß ich persönlich aber nicht. Ich denke, wenn er eine lange Vorbereitung gehabt hätte, wäre das Ganze schon auch anders gewesen, weil Trainingscamp, die Intensität ist einfach nochmal anders, ja. Aber es war traurig zu sehen, aber ist dann natürlich mehr als verdient, bleibt er Champion und ich bin gespannt, wer als nächstes für ihn als Herausforderung ansteht. Schreibt mal in die Kommentare, was ist eure Meinung zu dem Johnny Walker-Kampf? Wollte er nicht kämpfen oder hat der Ringarzt einfach für ihn entschieden? Wie habt ihr Chimaev und Usman gesehen und auch Volkanovski und Islam? Schreibt es in die Kommentare.